Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun und heute wieder eine Runde Story mit Arthur. Wir waren ja dabei, den legendären Bären zu suchen, haben ihn aber nicht gefunden. Und wenn wir jetzt irgendwie hier auf das Pferd kommen, das steht im Stein. Aha, seht ihr das? Das ist eine Katastrophe. So. Jetzt aber. Ja, da ist das Pferd etwas nervös. Das wäre ich auch. So, wollen wir das auch mal erstmal. Eigentlich wollte ich es wienern. So. Won't take long. Dann brauchen wir eine ziemlich gute Knarre. Am besten gleich zwei davon. Und da ist es, du hast das Revier und das legendäre. So, jetzt die Spurensuche. Wo ist es? Ich vermute, das ist hier in die Richtung. Aber ich sehe nichts. Genauer auf die Karte. Ja, die Richtung passt, ne? Aber wo? Dann leuchtet nur ein Pferd. Ist ja sonst nicht so schwer eigentlich. Da ist die erste Spur. Wir rücken bei meinem Sammeln. Dann zeige ich euch das nochmal eben, wo ich bin. Genau hier. Und da muss man gleich schnell sein. Here we are. Ganz genau, hier we are. Und da hinten ist die nächste Spur. Man sieht das hier auch schön. Der legendäre Grizzlybär. Auch die Spur schön untersuchen. Getting close. Jetzt mit Laufgeschosse rein. Hier haben wir eine normal Hochgeschwindigkeit. Guck mal, was macht den höheren Schaden. Also Expressmunition. Aha. Da hinten ist schon was. Das ist er. Ich gehe nicht scannen. Warum kann ich? Oh, oh, oh. Ja, dann hat es jetzt erledigt. Das war mächtig ungeschickt. Jetzt müssen wir erstmal was essen. Halleluja. So. Das war mächtig ungeschickt. Aber. Ist ja nochmal gut gegangen. So einen Stress hatte ich noch nie. Ja gut, das dauert jetzt hier etwas länger. Ich dachte, das war's.
Das wäre beinahe schief gegangen. Ja. Also ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich. Oh, ja, der arme Arthur sieht auch mächtig mitgenommen aus. Auch das Hütchen wächst hier auf dem Pferd grundsätzlich nach. Da würde ich doch mal sagen... Ja, sind ja gerade erst 5 Minuten. Wir düsen mal eben zum Trapper in den Pelz ab. Und dann ist die Folge doch auch schon komplett hier. Ja, Halleluja. Haben wir doch glatt die erste Bärenattacke überlebt hier. Nicht alles Glück im Leben, manchmal ist es auch Köln. Mann, Mann, Mann. Ab und zu mal die Augen auf. Oh, gemeines Rothörnchen hier. Ja, gut. Sollte jetzt ja schnell gehen hier. Ich hatte immer irgendwie in Erinnerung, dass hier irgendwo Saurierknochen sind. Aber ich kann mich, also... Boah, da tue ich mich bestimmt, ja. Egal. Jetzt muss ich erstmal hier, jetzt gucken wir erstmal auf die Karte. Was hat das Navigationssystem vor? Ja, das war doch gut in die Richtung. Wie kommt er denn auf die Idee, da hinten rumzureiten erst? Oh. Hier ist eine versteckte Hütte. Zeige ich euch auch gleich nochmal etwas genauer. Auf die Karte gucken. Genau hier. Und ich meine, da ist auch irgendwas Wichtiges drin. Meine ich. Ich glaube, erstmal liegt hier jemand, der da schon etwas länger liegt. Sieht, glaube ich, nicht so gut aus. Ja, das da. Schon ein bisschen trocken. Ja. Und dann kann man sich ja hier bedienen. Nichts verkommen lassen, ne? Kekse kann ich nicht mehr nehmen. Okay, aber Dosengemüse. Sonst ist ja nichts mehr. Ja, traurig, traurig. Schmuck. Können wir immer gebrauchen. Knete brauchen wir noch jede Menge. Damit wir uns den Schnellreiseposten kaufen können. Denn, müssen ehrlich sein, ne? Das kann ganz schön nerven. Oh, ein Brief. Oh, mal lesen hier. Oh, ich vermisse dich so sehr. Bla, 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 bla. Von 1864. Gut, wenn sie den noch in Ruhe gelesen hat, dann liegt sie hier schon etwas länger. Premium-Fluppen. Und den Gin kann ich auch nicht mehr nehmen. Ah, die Karte können wir uns mal eben angucken. Erstmal ziehen wir eine durch hier. Ja, einige haben sich über das Looten, glaube ich, mehrfach aufgeregt. Oh, Taschenspiegel. Das ist, glaube ich, irgendwann mal eine Anfrage im Lager. Dann haben wir den schon mal. Also, über dieses detailreiche Looten haben sich, glaube ich, schon massenhaft Gamer aufgeregt. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich spiele ja gerade die Story zur Entspannung. Das finde ich jetzt überhaupt nicht schlimm. Die haben sich halt sehr viel Mühe gegeben.
spielt das Spiel doch, wenn man Zeit hat, oder? Ich meine, wer will hier durchhasten? Also ich nicht. Deswegen brauchen wir ja so viel Folgen für die Story. Yep. Wenn man das in Ruhe spielen will. Geben wir das noch beim Trapper ab. Weiß nicht, oder hat irgendeiner von euch Hektik? Also ich nicht. Ist er doch schon. Der ist auch witzig. Also ich finde ihn richtig witzig hier. So. Ja, das sehe ich auch so. Verkaufen. Jede Menge tolle Sachen. Erstmal das Kojotenfell. Na komm, wir geben alles hier ab, ne? Brauchen wir, glaube ich, nicht im Lager. Und da ist das Fell eines legendären Bären. Weg damit. So sieht's aus. Weil sonst noch was. Davon kann ich eh nur 10 Stück nehmen. Lassen wir mal ein paar hier. Das sehnige Fleisch. Komm, das kann man komplett weg. Großtinktur. Hauen wir auch mal eine raus. Doch, können wir ja so viel nicht tragen. Sure. Das lassen wir mal hier. Hier kommt es auf jeden Dollar an. Ihr seht das unten, kann ich sowieso immer nur 10 Stück von tragen. Kann ich auch mal die Hälfte wegtun. Stinkt hier, komm hier. Hase. Oh, ja komm, können wir auch verkaufen. Können wir eh nur. Lassen wir auch mal 2 hier. Ach du Kadaver. Nee, komm, die rupfen wir, dann haben wir die Federn einzeln. So, dann. Ja, er bedankt sich auch artig. Also, den Mantel werde ich jetzt nicht machen. Der ist nicht schön. Das können wir ein andermal machen, glaube ich. Oder gut, einige von euch wollen ihn vielleicht sehen, ne? Back off soon. Ja, ja, so schnell bin ich wieder hier. All made to measure. So, wo ist das denn? Ich glaube, unter Bekleidungsset. Bärenjäger, da ist es. Wir können uns die Mütze machen lassen. Und da müssen wir ehrlich sein. Wer will das schon? Damit wir uns... Der Mantel ist jetzt nicht ganz hässlich. Da muss man halt noch ein Bisonfell abgeben. Und dann kann es losgehen. Ein Bisonfell, perfekt. Ja, haben wir aber nicht. Einmal Fell eines legendären Bären. So. Ja dann. Gucken wir mal eben, was da vorne noch wächst. Haben wir denn hier? Johannisbeeren, ja, die nehmen wir auch mit. Da sagen wir nicht nein. So. Das war eine weitere Folge der Story und diesmal haben wir den legendären Bären erwischt. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal. Lasst mir ein Like da. Schreibt was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Father and Son Play for Fun.